Hallo und herzlich willkommen. Jawohl, heute schauen wir uns an Chef Life, a Restaurant Simulator. Es wird wohl der Sommer der Simulator-Spiele auf meinem Kanal. So sieht's offensichtlich aus. Denn wir haben ja jetzt erstmal den Kebab-Chef, türkisches Restaurant-Simulator, abgeschlossen im Frühjahr. Dann haben wir jetzt noch den Car-Mechanic-Simulator. Ich repariere Autos, von denen ich keine Ahnung habe. Dann noch den Thief Simulator, den Supermarket Simulator hatten wir auch noch zwischendurch und jetzt starte ich nochmal ein Simulatorenspiel und jetzt geht es darum, ein neues Restaurant, ein eigenes Restaurant aufzumachen, Angestellte zu haben, ja anders als beim letzten Mal, da war ich ja quasi Kompagnon mit Steven und der Azubi Andreas, die hatten ja geholfen, aber jetzt mache ich das alles hier alleine. Beziehungsweise ich werde mir später wahrscheinlich Angestellte holen. Wir gucken uns das Spiel mal an. Es hat mich ein bisschen begeistert. Es ist, glaube ich, nicht allzu schwierig. Ja, und ich habe mir überlegt, wir machen heute mal die ersten 30, 45 Minuten. Und dann spiele ich das Spiel immer so ein bisschen was und zeige euch auch ein bisschen was vom Spiel. Und ich sag mal, so lockere 10 Folgen werde ich machen. Und dann werde ich mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und wenn ihr mega Bock drauf habt, dann lasst mich gerne wissen. Ihr wisst ja, wie. Und dann machen wir einfach noch ein paar Folgen mehr. So ist das halt. Wir starten einfach mal rein. Ich bin gespannt. Ich hab auch richtig Bock. Noch nichts gespielt hier. Alles noch blanko. Auf geht's. Na, das war doch mal ein recht langes Tutorial, wie dem auch sei, das war ein sehr langes Intro-Video, wie dem auch sei, jetzt sind wir endlich drin und können unseren eigenen Charakter erstellen, hervorragend. Und wir werden natürlich den Charakter so machen, wie ich auch, naja, so ansatzweise aussehe. Wie ist denn hier mit dem hier? Muskeln. Muskeln. Nehmen wir mal. Muskeln habe ich gar keinen. Statur. Hautfarbe ist mir ziemlich wurscht. Nehmen wir mal ein bisschen was Dunkleres. Sagen wir mal, ich war mal in der Sonne. Statur. Gucken wir mal hinten auf den Arsch, würde ich sagen. Ja, wir essen unser eigenes Zeugs nicht, deswegen sind wir vielleicht... Sind wir mal so. Ich glaube, wir sehen uns sowieso nicht selbst. Von daher egal. Jetzt gucken wir mal... Uiuiui. Nach den Haaren. Aktuell lasse ich meine Haare ja ein bisschen länger wachsen. Naja, so lang vielleicht auch, auch nicht. Ja. Bringen wir sie erstmal in die richtige Farbe. So. So sehen sie aktuell aus, nur halt nicht so schön frisiert. Ja, so sehen sie nicht aus. Ich muss gestehen, ich würde sie dann so lassen. Ich meine, wohl das wird hier... Das will mein Friseur immer machen, ich weiß gar nicht warum. Er sagt immer, so einen Undercut müssten Männer machen, aber ich persönlich finde das gar nicht so dolle. Ja, das hat so ein bisschen was... Ja, nee, das sieht ja furchtbar aus. Das sieht aus wie in so einem Manga. Also ich glaube, dann bleiben wir bei der Frisur. Dies ist die schönste, würde ich sagen. Und was haben wir hier nochmal? Ah, das können wir machen. Ja, das sieht sehr gut aus. Da erkenne ich mich wieder. Bart habe ich sowieso
Naja, sowas. Nee, sowas habe ich nicht. Warte mal. Nee. Schnurrbart, Augenbrauen. Oh, Augenbrauen sind sehr wichtige Sachen. Ja, und die Augenbrauenfarbe. Ja, die Augenbrauenfarbe. Oh Gott, nee, warte. So. Können wir so lassen, oder? Das sieht jetzt auch nicht so richtig gut aus. Bartstoppeln. Ja, Bartstoppeln habe ich, definitiv. Aber tatsächlich nur das hier. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, so vielleicht. Ja, so richtig passt das auch nicht. Ich weiß es nicht. Grüne Bartstoppeln, wie ist denn damit? Also bei den Augenbrauen müssen wir nochmal nachjustieren. Was, wenn wir die Bartstoppeln da jetzt in der gleichen Farbe machen? Ja, ich finde, das sieht ansatzweise so aus, wie es auch wirklich aussieht. Ja, ich trage eine Brille. Aber eigentlich nur manchmal. Oh Gott, im Himmel. Ach Gott, im Himmel. Ja, machen wir die mal ruhig so. Gestellfarbe bleibt mal schwarz, würde ich sagen. Ich habe einen durchsichtig und einen in so einem Blau, aber... Ja, machen wir es mal so. Ich glaube, so sieht es tatsächlich am originalgetreuesten aus. Und ich habe braune Augen. Was sieht gut aus? Make-up trage ich selten. Sommersprossen habe ich keine. Dafür habe ich Altersflecken. Okay, das lassen wir jetzt mal lieber. jetzt gucken wir uns mal hier die schicken Oberteile an. Das sieht ein bisschen komisch aus. Schick aus. Das sieht nicht so aus. Kannst du dich mal ein bisschen beruhigen jetzt hier? Ne, das sieht gar nicht aus. Das sieht aus. Sind die einfarbig oder warum macht er so eine komischen... Ich finde ja so dunkle Sachen eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das finde ich eigentlich noch am schönsten. Ah, es wäre natürlich schön, wenn man sich zwischendurch umziehen könnte. Wir nehmen das hier mit diesem Weinrot dabei, definitiv. Und klicken mal auf die Hose. Was ist da der Unterschied? Die eine ist ein bisschen kürzer, oder? Die hat nur so Ränder da. Das ist natürlich, naja, gut. Oha, nee. Hier, das ist natürlich schön mit dem Weinrot, aber so richtig schön... Das ist ja furchtbar. Ja, hier, das sieht gut aus. Und Schürzen. Wollen wir eine Schürze tragen? Ja, ich würde sagen ja, weil ich kenne das schon auch, dass ich mich ordentlich bekleckere. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das sieht ja furchtbar aus. Das sieht gut aus. Oh Gott. Und hier so ein paar Haustreter hätte ich gerne tatsächlich für zu Hause. Wir nehmen die mit den Schnüren. Bleiben aber ganz bei schwarz, würde ich sagen. Ach, ich finde, man kann ja schon schöne Sachen machen hier. Tattoo am linken Arm hätte ich gern eins. Aber hier so ein Törtchen oder sowas vielleicht. Ja, hier so ein paar Nudeln, Pilze, eine Kochmütze. Was ist das denn hier? Das kommt aus meiner dunklen Vergangenheit, würde ich sagen. Das finde ich gut hier. Das finde ich hübsch. Das würde ich auch so tatsächlich machen. Bei den Kochmützen. Auweia. Nein, da bleiben wir natürlich so naturtreu. Und ich würde sagen, damit sind wir durchgestylt. So sehen wir aus. Ich bin sehr gespannt. Und mein Name ist Mark. Du kannst das später noch ändern. Warum sollte ich meinen Namen ändern? Chefköchin Mark, Chefkoch Mark. Du kannst das später ändern. Nö, will ich nicht. Ich bin der Chefkoch hier. Einführung überspringen. In der Einführung lernst du die Elemente der Handlung und der Spielmechanik kennen, bevor der Restaurant offiziell eröffnet. Möchtest du die Einführung wirklich überspringen? Nein, die will ich spielen. Wir empfehlen sehr, die Einführung zu spielen, insbesondere wenn du Chef-Life noch nicht kennst. Ja, dann mal los. Neue Inhalte freigeschaltet. Du hast Al Forno freigeschaltet. Es liegt daran, dass ich Al Forno gekauft habe. Für 3 Euro. Ruf den Katalog auf oder geh an den Recherchetisch, um die neuen Inhalte zu aktivieren. Das ist ein Pizza-DLC. Du hast Mon Petit freigeschaltet. Rufe den Katalog auf. Bla bla bla. Alles klar. Sprich mit deinem Partner Kasim. Oh, ich habe einen Freund.
Ja gut, du kannst dich frei in dem Restaurant bewegen. Ich sehe aber auch heiß aus, meine Güte. Also ich finde ja Spiele, in denen man sich selber gestalten kann und auch noch so richtig hot aussieht, das ist ja einfach richtig. Umkleideraum, nein. Wir haben das Restaurant gekauft. Kasim ist jetzt mein neuer Partner. Ich weiß gar nicht, meinen die da jetzt nur so im Restaurant leben oder meinen die so richtig im... Oh, da ist er auch schon. Oh Gott, wir haben so eine Bruchbude gekauft. Naja, wie immer im Simulatorenspiel haben wir nur eine Bruchbude und müssen erstmal sauber machen. Hier, so die Lampe habe ich tatsächlich. Na. Hey! Hey! Kasim, bist du's? Sieh dich nur an, deine neue Uniform sieht so sexy an dir aus. Als wäre sie für dich gemacht. Was die Küche betrifft, ich habe die Arbeitsstation eingebaut. Alles ist betriebsbereit. Das heißt, es wird Zeit, wieder zu kochen. Bis zur großen Eröffnung bleiben uns nur noch 3 Tage. What? Oh, und ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen, damit du schnell wieder klarkommst. Hoffentlich gefällt es dir. Seht ihr die Herzhinter über seinem Kopf? Kasim, wollen wir nicht eine kleine... Hier, Nummer? Ich meine so? Nee. So, das hier ist der Ort des Geschehens offensichtlich. Schlag das Rezeptbuch auf. Ich schlage das Rezeptbuch auf. Ich bin ein bisschen klein, oder? Sind die Anrichten so hoch? Ich bin ein bisschen klein geraten. Naja, gut, egal. Der kleine Kopf. Sind die Anrichten so hoch? Also ich meine... Naja, gut, ich gucke ein bisschen gelangweilt, ne? So, Rezeptbuch. Dein Rezeptbuch. Hier werden alle erlernten Rezepte und die nötigen Schritte zur Zubereitung aufgeführt. Wähle Rindfleisch und Kartoffeln, um die Seite des betreffenden Rezepts aufzuschlagen. Rindfleisch und Kartoffeln. Kommt das aus Frankreich oder ist das hier... Ja, warte mal, das ist nicht die französische, es ist die holländische Fahne, glaube ich, oder? Franzosen sind so anders gestreift. So, ist die Imbissküche, na klar, Steak mit Schalotten und hausgemachten Pommes. Yummy, yummy, dafür haben wir alles vorrätig. Auf dieser Seite werden alle für das Rezept nötigen Zutaten und Arbeitsstationen angezeigt. Ein Rezept ist in mehrere Schritte unterteilt. Befolge sie in der richtigen Reihenfolge, um zu lernen, wie man das Gericht zubereitet. Naja, ich finde übrigens die Leute, die wirklich kochen können, richtig gut. Also, so, jetzt kann ich hier runter scrollen. Schneidebrett, Kartoffeln, die mache ich zu Pommes. Aufbewahrung lässt sich im Voraus zubereiten und im Kühlschrank frisch halten. Schön. Fritteuse, Pommes frites, frittierte Pommes. Frittierte Pommes frites. Ist aber ein bisschen doppelt, ne? Naja. Zubereitung, Steak mit Schalotten. Schalotten, Schneidebrett, gehackte Schalotten. Lässt sich, hölzerner Hackblock, Rindfleisch, Rindersteak. Oh. Herd, Bratpfanne, Rindersteak, gehackte Schalotten, Steak mit Schalotten, Bewertungskriterien, oh, was? Du kannst ein Rezept anheften, um nützliche Hinweise zu erhalten, während du in der Küche arbeitest. Ah ja, hier, anheften. Habe ich das jetzt angeheftet? Offensichtlich, da ist die Pinnadel. So, ich wollte aber hier noch gucken, Bewertungskriterien. A+, ABC. A+, ist ausgegraut, das gibt es wahrscheinlich nicht. Denk daran, wende das Essen. Zubereiten. Anrichtestationen. Steak mit Schalotten, frittierte Pommes. So sieht's aus. Muss man da kein Öl reintun oder womit wird denn ein Steak eigentlich gemacht? Oh, Kasim, hallo. Erinnerst du dich an dieses Rezept? Es war das erste, das wir auf der Kochschule lernten, damals, bevor wir unser erstes Date hatten. Ich habe mir gedacht, dass es das perfekte Gericht zur Einweihung unserer neuen Küche wäre. Ui, die Regale sind bereits mit allem gefüllt, was wir brauchen. Du kannst also gleich loslegen. Das ist natürlich sehr nett von Kasim. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Du wischst nur den Tresen. Nimm die Zutaten aus dem Regal. Oh, alle Rezepte, die du aus dem Rezeptbuch angeheftet hast, werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Ah, ja. Steak mit Schalotten und Happen. Und hotten frittierten Potatoes. Okay. Schau dir zuerst die Zutatenliste an und nimm die entsprechenden Zutaten an dich. Das ist der erste Schritt bei jedem Rezept. Das sind dir die Zutaten, alles klar. Oben links steht es auch nochmal. Brauchen wir irgendwas hiervon? Das Brot, Käse, Mehl, Creme. Ja, warte mal hier. Derzeit nicht verfügbar. Das sind doch Kartoffeln oder sind das Eier? Nee, das sind doch Kartoffeln da.
Regal für Obst und Gemüse. Dann nehmen wir diese hier und diese hier. Und die sind unten links, seht ihr dann, die sind da unten links schon drin. Das ist ja nice. Steuerung verwalten. Kann man das jetzt hier mit? Tabulator zurück. Okay. Sortieren. Okay, hier gibt es eine ganze Menge offensichtlich. Die Zutaten, die du aus den Regalen nimmst, erscheinen in deiner Inventarleiste unten auf dem Bildschirm. Und hier nehmen wir auch was raus. Und zwar so ein schönes... yummy, yummy. Okay, ich hab die halbe Kuh auf dem Arm. Du hast gerade eine schwere Zutat aufgenommen. Leg sie auf eine Arbeitsstation, um mit der Zubereitung zu beginnen. Es blinkert da hinten. Zubereiten, Stück Rindfleisch. Stück Rindfleisch, Hölzner. Benutzen. Arbeitsstation. Du bist an einer Arbeitsstation. An diesen Stationen führst du die verschiedenen Schritte aus, die zur Zubereitung deiner Gerichte nötig sind. Dies ist ein hölzerner Hackblock. Hier kannst du schwere Zutaten vorbereiten. Mithilfe der Leiste oben legst du die Vorgehensweise fest. Vorerst kennst du nur eine Möglichkeit, diese Zutat zu verarbeiten. Fang mit dem Schneiden an, wenn du bereit bist. Ich bin sowas von bereit. Anfangen. Nochmal. Oh, what? Oh, wow, ich habe das ganze Ding jetzt in ein Stück Fleisch verwandelt. Okay. Schneide gehackte Schalotte und Pommes. Sag mal, Kasim, kommt dir das nicht ein bisschen komisch vor? Was machst du hier? Du bist auch so klein. Ne? Offensichtlich ist die Küche so groß, ne? Gut, dann nehmen wir mal hier, wir schneiden mal das hier und fangen mal an. Und zwar schneiden wir mal die Pommes. Okay, wir können ja eh nur das. Tak, 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 tak. Sehr gut. Und die schneiden wir auch. Hervorragend, Mann, was bin ich für ein hotter Dude hier. So. Just speak up if you need help with anything. No. Kasim, nimm eine Bratpfanne von Töpfe und Pfannen. Das ist ja hier. Eine Bratpfanne. Ist das eine 5? Haben wir 5 Stück davon? Breite Steak mit Schalotten zu. Benutzen. Herd. Arbeitsstation. An einer Arbeitsstation hast du Zugriff auf sämtliche freigeschalteten Rezepte. Vorerst kannst du nur gebratenes Steak zubereiten. Naja, gut. Zutaten. Um mit dem Kochen anzufangen, solltest du zunächst sämtliche Zutaten, die du für das Rezept benötigst, in dein Inventar legen. Habe ich. Du kannst alle Zutaten einzeln platzieren oder mit alles platzieren, alle auf einmal. Sind alle Zutaten bereit, ist es Zeit für Anfangen. Okay. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich kann das hier mal platzieren und das hier platzieren. Die Pommes machen wir ja hier nicht, ne? Würde ich mal sagen. Kann man denn... Ach ja, guck mal, da kann man auch so das machen. Okay, alles klar. Dann fangen wir mal an. Ich bin hier spannend. Stromversorgung. Ist er jetzt schon an, der Herd? Ich kann es nicht sehen. Wir drücken mal auf. Oh Gott. Oh Gott im Himmel. Was? Das war jetzt vielleicht nicht so hilfreich. Oh, wenn du kochst, kannst du je nach Rezept verschiedene Aktionen ausführen. Mit dem Hitzestufe kannst du den Garvorgang beschleunigen oder verlangsamen und zu deinen Bedürfnissen anpassen. Nutze Einschalten, um den aktuellen Garvorgang zu beenden. Vorsicht, Gerichte, die zu lange auf einem abgeschalteten Herd stehen, verderben. Okay. Was muss ich denn sonst jetzt noch machen? Muss ich hier irgendwie was tun? Kann man hier irgendwie... Da hieß es doch irgendwas von drehen, oder nicht? Jetzt habe ich alles da reingepackt. Nutze Wenden, um das Essen zu wenden. Das ist aber jetzt erst dann neu gekommen. Also offensichtlich muss man in der zweiten Stufe das Ganze wenden. Hier kannst du die Garstufe jeder Seite prüfen. Ah ja. Uiuiui. Die Garstufe oben ist auf jeden Fall toll. Die Garstufe unten ist offensichtlich noch roh. Ist ja gar nicht so schwierig, knall alles rein. Die Zwiebelchen, glaube ich, kommen eigentlich ein bisschen später rein. Die sind jetzt schon ziemlich verbrüsselt. Ah, sieht, glaube ich, nicht so gut aus.
Steak mit Schalotten nehmen. Okay. Verlassen. Neue Einführung verfügbar. Neue Einführung verfügbar. Was machen wir denn jetzt mit dem? Kann man die... Ach, das ist jetzt da unten. Steht das... Da sind jetzt... Warte mal, jetzt müssen wir hier mal die Pommes nehmen. Fritteuse benutzen. Schalte die Fritteuse ein und warte, bis das Öl heiß ist. Eingeschaltet. Okay, wir warten jetzt, bis das heiß ist. Ich nehme an, bis das ganz oben ist. Und dann müssen wir die Pommes platzieren. So, und rein damit. Ach, guck mal. Einschalten, okay. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich meine, für unser erstes Steak. Ungewürzt. Naja. Natürlich habe ich mir vorab ein paar Folgen woanders angeschaut, um zu entscheiden, ob ich das spielen möchte oder nicht. Und habe dabei festgestellt, dass die anderen das... Dingsen, ich meine, ihr weißt schon, würzen. Stell das Gericht Steak mit Schalotten und hausgemachte Pommes zusammen. Das macht man an diesem schönen Tresen hier. Tresen hier. So, anfangen. Guck mal, da macht er das jetzt. Man kann das auch skillen, dass er das ein bisschen schneller macht. Mann, mir gefällt meine Brille. Das sieht sehr schön aus. Fertig. Ach, guck mal hier, A-Wertung, technische Ausführung A. Dies ist die Bewertung für die technische Ausführung. Sie zeigt, wie gut das Gericht zubereitet war. Befolge die Schritte des Rezepts genau, um eine möglichst gute Bewertung zu erhalten. Achte etwa darauf, Fleisch zu wenden, damit es von beiden Seiten gegart ist und deine technische Ausführung besser bewertet wird. Diese Bewertung gibt die Qualität der verwendeten Zutaten an. Von 1 bis zu 4 Sternen. Die Qualität der Zutaten hängt vom Anbieter ab, bei dem sie gekauft wurden. Alles klar. Ich sag mal, so jetzt für unser erstes Mal. Ja, guck mal. So, und jetzt verlassen. Neue Einführung verfügbar. Oh, warte mal, Kassim will mit uns reden. Was machen wir jetzt mit dem Essen? Wieso ist denn das da links alles noch? Kassim, hilf mir, was ist los? Anscheinend kommst du schon wieder gut damit klar, in einer Küche zu arbeiten. War ich hirntot oder was? Aber ich glaube, dem Rezept fehlt irgendeine Kleinigkeit. Ich habe dem Rezeptbuch ein paar Notizen hinzugefügt. Schau sie dir mal an. Achso. So miteinander reden, findest du, ist jetzt keine Idee, ja? Man würde jetzt auch einfach sagen können, was los ist. Was macht ihr jetzt mit dem... Was macht ihr jetzt mit dem... Kann ich denn mit dem Steak irgendwie... Ich hab Essen... Bewertungskriterien. Das Rezeptbuch wurde aktualisiert. Du findest dort jetzt Zubereitungstipps. Bewertungskriterien. Mehrere Kriterien gehen in deine Bewertung ein. Erstens Einhaltung der Kochzeiten und Beigabe von Zutaten in der richtigen Kochphase. Zweitens Verwendung der richtigen Gewürze, Ausführung von Kochaktionen wie das Fleisch wenden. Deine Küchenfähigkeiten verbessern. Halte dich an die Zubereitungstipps, damit deine technische Ausführung besser bewertet wird. Je höher die Bewertung, desto besser kommen deine Gerichte an. Alles klar. Ah, hier kommen die Zubereitungsdetails. Das müssen wir uns jetzt merken. Also, beim Start nur das Fleisch, Gewürze, ich nehme mal an, Pfeffer und Salz. Denk daran, das Wenden. Bonus möglich, perfekt gewürzt. Okay. Okay, das kann ja keine Schwierigkeit sein. Nimm die schmutzige Bratpfanne. Wofür hat man einen Freund? Jetzt mal ernsthaft. Nee. Ich will die Bratpfanne nehmen. Die ist jetzt schmutzig. Wasch das Kochgeschirr ab, um es erneut verwenden zu können. Also das weiß ich aber nicht. So, guck mal. Dann stellen wir das wieder... da ab. So, bereite die Zutaten vor. Schneide gehackte Schalotten, schneide Rindersteak. Oh Gott, okay. Jetzt wissen wir ja schon, wie es geht quasi. Dann mal her damit. So, Stück Rindfleisch, hölzerner Block. Anfangen, genau. Und da muss man nur einmal S drücken, das war es dann auch schon. Naja, gut, ist ja auch nicht so schlimm.
Hier ist das Schneidebrettchen. Da werden wir natürlich jetzt alles noch schneiden. Und E mit E auswählen. Ah ja. Zack. Und auch die nehmen wir mal schnell ran. Das sind hier Ringe. Am Ende sind es dann aber Würfel, interessanterweise. Aber naja, gut. Vergiss nicht, dir die Gewürze zu holen, bevor du anfängst zu kochen. So sparst du dir die Lauferei. Ah. Klugscheißer Freund. Naja, immerhin ist er, hat er knackigen Hintern. Dann nehmen wir mal einmal das und einmal das. Unendlich viel haben wir hier. Das ist ja schön. So. Was wir jetzt als erstes machen, wir gucken, ob die derzeit nicht verfügbar. Bereite ein perfektes Steak mit Schalotten zu. Na gut, dann gucken wir mal. Kochphasen. Das Kochen ist in mehrere Kochphasen unterteilt. Start 1 und 2. Okay. Jede Zutat braucht in der Zubereitung unterschiedlich lange. Im Rezept ist angegeben, in welcher Phase eine Zutat hinzugefügt werden muss, damit sie perfekt zubereitet werden kann. Alle Zutaten, die bei der Kochphase Start angegeben sind, werden gleich zu Beginn der Zubereitung benötigt. Zutaten zur richtigen Zeit hinzufügen. Die verbleibenden Zutaten müssen in den richtigen Kochphasen hinzugefügt werden, damit deine technische Ausführung besser bewertet wird. Du kannst in den Einstellungen die Option Gedächtnisstützen aktivieren, um dir die entsprechenden Hinweise in der Küche anzeigen zu lassen, nach Abschluss der Einführung verfügbar. Aha. Aber, okay, ich weiß jetzt nicht, wo gewürzt werden kann. Naja, gut. So, dann platzieren wir das jetzt mal und fangen mal an, oder? Okay. Jetzt müssen wir gleich die Schalotten da reinpacken. Oh, jetzt habe ich das Ding weggeschaltet. Naja, egal. Muss ich denn jetzt hier auch noch... So, warte. Oh Gott, wenden. Wendolin. Muss ich auch würzen? Was denn mit den Gewürzen hier? Komm, wir würzen in der dritten Phase, oder? Oh, ich weiß es gerade nicht. Es ist Zeit, dein Gericht zu würzen. Oh ja, guck. Rufe mit Würzen deinen Würzvorrat auf. Würzen ist 1. Okay. Hier werden die Gewürze angezeigt, die du bisher verwendet hast. Jede Gabe wirkt sich auf die Würze des Gerichts aus. Ja, das ist super. Füge zunächst eine Gabe jedes Gewürzes hinzu, das im Rezept angegeben ist, damit ist sichergestellt, dass das Gericht lecker schmeckt. Aber kann man da nicht würzen? Zweimal das hier. Salz benutzen. Bei einem gewürzten Gericht kannst du dein Kochgespür nutzen, um die perfekte Mischung der Aromen zu finden. Kochgespür 1. Befolge die Anweisung, um das Gericht genau zu würzen. Fehlt nur ein klein wenig, füge eine Gabe des Gewürzes hinzu. Aber sei vorsichtig, Gewürze können nicht mehr aus einem Gericht entfernt werden. Naja. Passe die Würze an, bis du die perfekte Mischung erreicht hast. Die perfekte Mischung zu finden braucht Zeit, aber deine Gäste werden es dir danken. Okay, Kochgespür. Nicht genug Salz, nicht genug schwarzen Pfeffer. Kein Problem. Perfekt. Zweimal Salz, zweimal Pfeffer. Gar kein Problem. Okay, brät das jetzt weiter. Ah ja, ich habe das Würzen eingeschaltet. Jetzt bin ich damit quasi durch. Ich bin gespannt. Stromversorgung aus. Das hier ist... ich sehe schon. Das hier ist, blutig. Das ist Medium. Und wir machen das hier. Zack. So, und jetzt gehen wir uns ganz schnell noch hier die Pommes machen. Pommes Fritöses. Hier, rein da. Medium. Ja, genau, Medium. Genau das meine ich. Sehr gut. Ja, Folge 1 wird wahrscheinlich darauf drauf gehen, einfach hier die Pommes und den Steak zu machen. Aber hey, mit ein bisschen Ketchup. Gucken mal. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem gebrauchten Steak, wenn wir es nicht essen dürfen. Ist das ja vielleicht ein bisschen blöd. So, Dankeschön. Jetzt gehen wir das hier zusammen. Leckeres, leckeres, yummy, yummy. So, guck mal. Schön. Meine Brille, ne? Ist einfach toll, oder?
das sieht doch schön aus. So, hervorragend. A plus, hervorragend. Du solltest deine Gerichte auf appetitliche Weise auf dem Teller anrichten. Was soll das denn heißen? Gestalte das Gericht nach deinen Vorstellungen. Hier kannst du anpassen, wie das Gericht angerichtet werden soll. Okay, dann machen wir das mal. Neu anrichten. Dies ist der Anrichte-Editor. Oh Gott, wie langweilig. Hier kannst du festlegen, wie du deine Gerichte anrichten willst. Das Anrichten erfolgt in mehreren Schritten. Mit dem nächsten Schritt bestätigst du einen Schritt und gehst zum nächsten Schritt über. Okay. Wähle zunächst einen Teller aus. Du kannst auch Kleingeschirr platzieren, das zusätzlichen Platz bietet und sich etwas für Soßen eignet. Platziere dann die Bestandteile des Gerichts, um es anzurichten. Von jedem Teil ist eine bestimmte Mindestmenge erforderlich, um mit dem nächsten Schritt weitermachen zu können. Okay, im letzten Schritt fügst du noch dekorative Elemente hinzu, um dem Gericht die persönliche Note zu verleihen. Oh Gott. Na gut, der Teller sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, oder? Haben wir da so nichts anderes. So, was haben wir hier? Soßen. WASD, wir setzen die Soße mal dahin. Wobei, das Drehen ist jetzt uninteressant. Achso, hier können wir noch hier so Schälchen wählen. Ich fand das so, wie es war, eigentlich echt schön. Eigentlich können wir das so lassen, meiner Meinung nach. So. Und jetzt können wir das drehen und fallen lassen. Ablegen. Platzierungsmodus, Skalierungsmodus. Oh, was ist das denn? Wait, man kann das hier auch. Guck mal. Was ist mit dem vorigen Schritt? Habe ich den nicht bestätigt gehabt? Ich fand das so, wie es war, eigentlich ganz schön platzieren. Ah ja, okay. Dann das hier und dann müssen wir jetzt einmal hier runter. Sehr gut. Platzieren. Was ist das jetzt? Warum ist das jetzt? Müssen wir jetzt die Pommes noch dazu nehmen? Warte mal, die Soße kann ich doch dahin gießen. Ja, sehr gut. Schalotten müssen noch dazu. Die würde ich mal hier so rumsprenkeln. Warte mal, die können wir uns doch bestimmt auch... Gut, und hier noch ein paar von denen. Ach, guck mal, jetzt können wir die... Wieso können wir die... Ist das jetzt zu viel und zu wenig? Ein bisschen zu groß vielleicht. Oh, guck mal hier, wie schön. Hier in so einem Körbchen. Ja, komm. So. Mindestens. Aber ich glaube, wir haben doch jetzt alles, oder? Wir haben... Es reicht das hier nicht aus? Ich finde, das reicht doch aus. Na, wie geht denn das jetzt hier? Hallo? Nee, davon haben wir genug, glaube ich. Hm, naja, vielleicht ist das nicht... Oh, warte mal, vielleicht können wir die jetzt daneben packen. Sehr gut. Müssen wir noch mehr dran pappen? Ja, okay. Haben wir. Nächster Schritt. Was kann man jetzt machen? Jetzt kann man hier noch so schicke Bremsstreifen reinsetzen. Was ist das denn für ein Quatsch? Naja, gut, wir könnten hier noch so eine Bremssoße reinsetzen. Also schön ist aber anders. Das sage ich euch aber. Was soll's. So. Okay, Anrichteform speichern. Ich finde es nicht schön, aber gut. Endgültige Anrichteform. Du kannst mehrere Anrichteformen für ein Gericht erstellen. Hier wählst du, welche du abends verwenden willst. Okay. Du
Du kannst ein Foto deines Gerichts machen. Alles klar, das sieht sehr gut aus. Ich finde das sehr hübsch. Ach, guck mal hier, Anrichteform verwenden. Steuerung drücken für ein Foto. Foto machen. Verlassen. Verlassen. Anrichteform verwenden. Im Restaurant verwendet. Hervorragend, verlassen. Also das ist schon mal nichts für mich. Aber es sieht sehr gut aus. Neu anrichten. Nö, hier zwei Kochmünzen haben wir schon hier. Nehmen. So. Sprich mit deinem Partner. Schätzchen, wir haben... Oh, er hat Redebedarf. Oh Gott. Du bist fertig mit dem Gericht? Es riecht köstlich. Offensichtlich hast du deine Kochkünste nicht eingebüßt. Ja, lass uns was essen. Was meinst du? Bist du zufrieden damit? Oder möchtest du lieber noch an dem Rezept arbeiten? Ich find's gut. Ich arbeite dran. Ich bin zufrieden mit dem Gericht. Finde ich gut. Klasse. Ich finde es fantastisch, dich wieder in der Küche arbeiten zu sehen. Es wird allerdings spät. Wir sollten nach Hause gehen. Morgen steht uns ein großer Tag bevor. Ach, ich weiß schon, warum wir zusammen sind. Er gibt so auf mich Acht. Bam, bam, bam. Ja, er hat schon wieder Redebedarf. Sprich mit deinem Partner Kasim. Da sind wir wieder Tag 2. Na gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was er heute hat. Mit zum Blick auf die Uhr. Also. Ich habe jetzt auch mal Redebedarf. Hey, how's everything? Hey, warum hast du hier nichts gemacht? Tische nicht gedeckt? Wir haben nur noch 2 Tage. Der Gastraum ist soweit. Was? Ich habe alle Möbel aufgestellt. Und da wir übermorgen eröffnen, ist das der perfekte Zeitpunkt, um vor dem großen Tag die Grundlagen aufzupolieren. Hallo, ist hier jemand? Na, wer bist du denn? Max. Sie werden also das neue Restaurant eröffnen? Ich bin Max. Willkommen in unserer Stadt. Bestimmt werden wir einander jetzt öfter sehen. Ich erledige die Lieferungen für alle örtlichen Großhändler. Außerdem nehme ich die Bestellungen auf. Ich rechne mit vielen Gesprächen und freue mich darauf. Doch bevor ich gehe, von einer anderen Bestellung habe ich noch Ware übrig. Die würde ich Ihnen gern überlassen. Aber kein Wort zu meinem Boss, okay? Betrachten Sie sie als Geschenk. Ich lasse Ihnen meine Nummer da. Viel Glück mit allem und bis demnächst. Was? Die Lieferantin hat unsere Ware gratis angeboten? Da ist doch was faul. Ich meine, das ist ja toll. Wir sollten uns irgendwie bei ihr bedanken. Schau dich auf dem Recherchetisch um. Vielleicht können diese Zutaten ja für neue Rezepte verwendet werden. Max, du hast Max kennengelernt. Sie ist für die Lieferung an dein Restaurant zuständig. Sie wird manchmal vorbeikommen und dich über Rabatte bei den Anbietern informieren. Das ist gut, weil es hieß hier irgendwie... Wo ist denn hier dieser Recherchetisch? Es hieß ja irgendwie... Was ist denn das hier? Ach, wie krass. Okay. Nice. Oh, hier wird gespült. Da ist nicht mein Raum. Was haben wir hier? Hier ist eine offene, eine geschlossene Türe. Die Steaks sind verschwunden auf Magic-Weise. Oh, was haben wir hier noch? Ein Rezeptbuch. Derzeit nicht verfügbar. Also wir haben auf jeden Fall viel Platz. Das kann man schon mal sagen. Und das hier ist der Recherchetisch. Rezepte erlernen. Benutze den Recherchetisch, um neue Rezepte zu erlernen. Indem du WP-Wissenspunkte einsetzt, kannst du ganz neue Rezepte erlernen. Du verdienst dir diese Punkte, wenn du ein Gericht zubereitest. Ups, ich kam einen Schluck auf. Je besser die Bewertung für das Gericht ausfällt, desto mehr Wissenspunkte erhältst du. Rezeptstufen. Die Rezepte sind in verschiedene Stufen unterteilt, von einfachen Mahlzeiten bis hin zu komplexen Gerichten. Die anspruchsvolleren Gerichte werden verfügbar, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast. Sie sind schwieriger zuzubereiten, bringen dir aber mehr Geld ein. Alles klar. Rezepte aufwerten. Du kannst Rezepte, die du bereits kennst, auch zu höherstufigen Versionen aufwerten. Bereitest du ein Gericht oft genug zu, schaltest du die Möglichkeit frei, das Rezept mit Hilfe des Rezeptbuchs aufzuwerten. Okay, dann würde ich sagen, oha, so, da oben rechts sehen wir meinen Namen, Stufe 1 bin ich, Wissenspunkte 2 Stück, das ist ja cool, was können wir denn noch freischalten, hier, Käse, Mozzarella, Tomate, können wir das freischalten, hier, Caprese und Basilikum, ehrlich gesagt, was ist Caprese, das ist ein Name für Mozzarella und Tomaten, das finde ich völlig, naja, egal.
Du hast das Rezept Caprese und Basilikum freigeschaltet. Das ist korrekt. Neue Zutaten freigeschaltet. Alles klar. Ja, ganz schön viel Zeugs. Und hier haben wir nochmal Seezunge, Meunier und grüne Bohnen. Und Zitronen auch. Erforderliche Stufe 1. Bin ich auch. Preis 1. Was kriegen denn hier Schickes? Orangen, Karotten, Minze, Consommé. Und hier haben wir Carbonara. Nee. Nudeln, Cazio e Pepe. Oh, das mache ich morgen. Oh, da habe ich Bock drauf. Das mache ich morgen. Nee, warte mal, ich muss morgen arbeiten. Das geht nicht. Na gut, dann müssen wir mal wieder bestellen. So. Eine ganze Menge Zeug. Und dann haben wir das verlassen. Sehr gut. Erlerne deine neuen Rezepte. Hefte das Rezept für Caprese und Basilikum an. Hefte das Rezept für Seezunge und Meunier an. Oh Gott. Ich bin jetzt schon überfordert. Anheften. Steuerung. So. Inhaltsverzeichnis, das kann man also, was ist denn das hier, Caprese? Das ist jetzt nicht so schwierig, oder? Herd brauchen wir, einen Stieltopf brauchen wir, Aufbewahrung lässt sich im Voraus zubereiten und im Kühlschrank frisch halten. Balsamico-Creme macht man aus Zucker und Glas mit Balsamico-Essig. Okay. Oder kauft es einfach fertig für 3,50 Euro, 59, Entschuldigung. Vermeide zu große Hitze, denk daran, rühre das Essen um. Schneiden, schnippi schnippi. Lässt sich im Voraus vorbehalten, ja. Das, das und das macht das. Aber wo ist der Basilikum? Zubereitungstipps, Caprese und Basilikum, okay. Und das andere Ding, sie? Rindfleisch und Kartoffeln. Kann man nur eins anheften? Ne, man kann beide anheften, okay. Hier, das aus Holland, das können wir schon. Das ist doch holländisch, oder? Steht hier leider nicht. Ach, hier und hier, guck mal, hier ist der Balken für fertig. Hier für Fertigkeit für. Ihr wisst schon. Okay. Zwei von fünf haben wir angepinnt, aber das können wir ja jetzt schon, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber das können wir tatsächlich schon. Bereite dein neues Gericht zu. Caprese und Basilikum. Bereite ein neues Gericht zu. Gedönsrad, Gedönsrad. Dann gucken wir doch mal hier in die Auslage. Dann nehmen wir mit das hier und das hier. Glas mit Olivenöl brauchen wir, glaube ich, nicht. Und das hier. Achso, warte mal. Was ist, wenn wir jetzt hier oben drauf gehen? Mit dem Steuern da oben. Ach, guck mal. Ah, dafür brauchen wir das. Wir machen erstmal Caprese. Basilikum müssen wir noch mitnehmen. So, genau. Und Tomaten. Guck mal, da ist nämlich die Leiste hier unten schon voll. Vielleicht kann man das auch skillen, dass man das alles ein bisschen schöner zusammenführen kann. Also wir schneiden das, Da würde ich sagen, los geht's. Auswählen haben wir ja schon. Anfangen und los geht's. Sehr gut. Und das auch. Schön die Tomate, den Strunk rausschneiden. Das hat er im Dings auch gemacht. Und alles schön mitnehmen. So, bei denen müssen wir jetzt hier so einen Stieltopf nehmen, hat er gesagt. Irgendwas ist doch da auf meiner... Was sind denn das für komische Pfeile da? Weiß man nicht. So, was müssen wir denn dann mitnehmen? Lässt sich im Kühlschrank... Achso, warte mal, wir gucken nochmal kurz in das Rezeptebuch. Macht ja auch Sinn, haben wir uns ja nicht so richtig angeguckt. So. Da steht nichts dazu, ne? Da steht nichts dazu. Wir machen einfach nur das beide zusammen auf dem Herd in den Topf. Na gut. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob das hier alles direkt in einen Topf rein muss. Ah, guck mal, da steht es schon. Das ist schön. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Wir machen den Herd mal an. Und
nehmen da einfach mal alles rein. Ach so, ne, so. So, jetzt können wir anfangen. Alles rein damit. Jetzt warten wir mal einen Moment lang ab. Oh, haben wir erstmal alles reingemacht. Warum auch nicht? Bei 1 würde ich sagen, rühren wir mal um. Ja. So, manche Lebensmittel können am Topf und Pfannenboden anhaften. Das kenne ich. Drücke 2 zum Umrühren. Ja, das habe ich schon gemacht. Das hier ist wahrscheinlich wie die anheften. Jetzt gerade geht das doch, oder? Ach, guck mal, da kann man auch so sehen, tatsächlich. Wie das aussieht, Aufbewahrung im Kühlschrank. Ja, gucken wir mal. Ich meine, mehrfach umrühren ist ja nicht schlecht, oder? So. Und salzen und pfeffern müssen wir das wahrscheinlich nicht, oder? Kommt da Gewürz rein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hat ja gesagt, nicht so heiß, also wir müssen hier ein bisschen bei Laune bleiben quasi. Ja, ich sag mal, damit kann man schon Abend füllen. Wir sind doch gleich am Ende der Folge angekommen. Ja? Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe die Uhr genau im Blick. Ja, so ist es. Aber wir machen das noch ganz kurz hier fertig, würde ich sagen. Haben wir euch nochmal. Ich spiele übrigens, wie ihr sehen könnt, auch mit Maus und Tastatur. Ich weiß, es kann man auch mit dem Gamepad spielen. Aber ehrlicherweise... Ja, finde ich so, wie es ist, glaube ich, ganz okay. Dann nehme ich jetzt gleich noch die zweite Folge hinten dran auf. Die wird wahrscheinlich ähnlich lang sein. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen darum gehen, das Restaurant zu öffnen und so. Dann müssen wir auch den Fisch noch machen. Dann werden das wahrscheinlich unsere ersten 3 Gerichte sein. Zack. Sehr gut. Und jetzt können wir das doch hier anrichten, oder nicht? Gucken mal, also. Oh ne, warte mal. Wieso können wir denn. Wie macht man denn den. Wie macht man denn den? Arbeitsfläche zum Mischen. Okay, wir brauchen eine Arbeitsfläche zum Mischen. Ach, hier. Arbeitsfläche zum Mischen, ja, tatsächlich. Was du zubereiten möchtest, kannst du direkt unter deiner Arbeitsstation auswählen. Die Liste verfügbarer Rezepte ändert sich abhängig von der Zutat in deinem Inventar. Wir nehmen das, das und das. Und dann mischen wir das mal zusammen. Okay, erhalten. Das sieht sehr klatschig aus, aber ey. Au, au. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber interessant, das müssen wir dann noch zusammenbauen. Und hier werden wir jetzt am Ende noch den Kram drauf packen. Dumpti-dumpti-dumm. Ich finde, das sieht gut aus. Also ich gucke gleich mal nach, ob es für die Anrichteformen und Achievements gibt. Wenn es da keine gibt, dann lassen wir das so. Neues Rezept erlernt. Glückwunsch, da ist das Rezept Caprese Basilikum erlernt. Du kannst es jetzt auf die Karte setzen. Außerdem kannst du das Gericht über dein Rezeptbuch anrichten. Wir haben A bekommen. Ja, ist jetzt aber auch nicht. Nun gut. Dann machen wir als nächstes den Fisch. Aber den machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Zeit.